Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplan Zoo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne dem Geld auf die Spur gehen, denn wir haben nur noch $395.000. Ja, $395.000 ist natürlich sehr, sehr viel Geld, aber wir hatten mal weit über 2 Millionen. Das heißt, wir haben hohe Verluste eingefahren und wir müssen einfach mal gucken, wo die zustande kamen und vor allem wieso, weshalb, warum. Ne, das müssen wir heute alles mal klären und guck mal hier, wir sehen hier Gesamtgewinn von 144.000 minus. Da haben wir mal 14.000 plus gemacht und dann davor wieder 110.000 minus. Also da ist, naja, Luft nach oben, würde ich sagen. Und wir gucken mal, kontinuierliche Ausgaben. Da waren die relativ hoch, guck mal, die waren relativ hoch, aber da waren die niedriger. Und dennoch haben wir so viele Verluste eingefahren. Warum? Weil genaue Abrechnung. Und genaue Abrechnung finde ich wo? Sieht man nicht. Genaue Abrechnung ist Schwarzgeldkasse. Die Schwarzgeldkasse wurde geplündert und deswegen haben wir so hohe Verluste eingefahren. Jawohl. Was ist genaue Abrechnung? Was? Okay, warte mal. 297.000 minus das ergibt da. Ja, okay, alles klar. So, hier haben wir nämlich Plus eingefahren und hier haben wir sehr viele Einnahmen generiert. Warum haben wir hier so viele Einnahmen generiert? Ticketverkäufe. Das war wahrscheinlich der Monat, als wir gesagt hatten, hör mal, 5000 Leute passen in den Zoo. Beziehungsweise wir probieren das mal aus. Und dann kamen natürlich 2000, wir hatten auf 3000 limitiert. Dann kamen 2000 Leute angestürmt, wollten natürlich die Attraktion sehen und haben dann das ganze Geld ausgegeben. Und deswegen haben wir so hohe Ticketverkäufe gehabt. Das ist die einzigste Möglichkeit, die mir gerade so einfällt. Ladenverkäufe haben wir auch sehr viele gehabt. Wahrscheinlich, die kamen alle reingestürmt, hatten erstmal Hunger und Durst, weil, ne, war ja so ein Kampf, die mussten da reinkommen, die mussten sich durchboxen und dann haben die direkt auch Spenden dagelassen, weil die froh waren, einfach Tiere zu sehen. Und weil die so froh waren, werde ich jetzt die Besucher wieder limitieren. Du fragst dich jetzt gerade, ja, aber pass auf, du willst doch Geld generieren und du hast die extra hochgesetzt. Stimmt, aber wenn du 5000 Leute im Zoo hast, das ist brutal viel Rechenleistung und da muss ich im Real Life so ein bisschen an meinen Rechner denken, weil der sagt schon, ey, entweder runter oder ich weg. Okay, so, chill mal, Bruder. So, pass auf, folgendes. Wir müssen jetzt gucken, wie wir Einnahmen generieren. Also Einnahmen generiert man, indem man entweder, damit die spenden. Also wenn die spenden, kriegt man Einnahmen. Ticketverkäufe. Essen, Trinken, Souvenirs und so wie ich gehört habe, generiert man mehr Einnahmen, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, mehr Einnahmen, wenn die Bildung hoch ist. Das heißt, man muss für eine hohe Bildung sorgen und da bin ich natürlich Spezialist drin. Ich habe schon richtig hohe Betriebskosten. Wieso sind hier so hohe Betriebskosten? 5.100, das macht mich arm. Nicht zugewiesene Mitarbeiter. Was? Warte mal. Hä? Ja, okay, der ist in Ordnung. Ne, der läuft hier. Ja, komm, pass auf. Den machen wir in den Startthemenbereich rein. Und ihr wart im australischen Themenbereich. Wart ihr im Bereich Australien? Kann das sein? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, Bereich Australien, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Australien. So. Wir müssen der ganzen Sache jetzt so ein bisschen, naja, wir müssen eigentlich alles so wieder back to the roots, kann man sagen. Ne? Wir gehen jetzt back to the roots, das heißt, wir werden Mitarbeiter entlassen müssen, können natürlich nachher wieder anfangen, wenn es und finanziell sehr, sehr gut geht. Aber wir müssen natürlich auch gucken, woran hapert es? Warum generieren wir so viel Minus? Und ein Hauptkriterium dafür ist einfach Essen. Und der Eisbär ist immer mit, wirklich sehr weit mit oben. Und was haben wir denn noch? Gehege, laufende Kosten. Aha, der Eisbär und der Löwe. So, wenn du mal zusammenrechnest, das sind mal eben für diese beiden Tiere über 100.000. Über 100.000 für zwei Gehege. Afrika-Großgehege, 76 Tiere drin. Ne? Unterschiedlichste Tierarten brauchen nur 25.000. Also da müssen wir, Gehege, okay, afrikanischer Elefant, guck mal, der hat nur 15.000, wobei, ja gut, das passt so ein bisschen, ne, das passt so ein bisschen. So, auf jeden Fall der Eisbär. Was machen wir nur mit dem Eisbären? Weil, ich sag mal so, seitdem wir den Eisbär haben,
generieren wir einfach brutal viel Minus. Ist so. Ne, wirklich. Also, seit wir den Eisbär haben, läuft das Tier nicht mehr rund in dem Zoo. Das ist wahre Tatsache. Der braucht ein ultra hohes, großes Gehege, ist ja auch soweit in Ordnung, aber ich bin echt drauf und dran zu sagen, weißt du was, die Eisbären müssen wir leider abgeben. Weil ich muss ja auch ein bisschen an die anderen Tiere denken, ne? Ich vermute mal, dass wir uns, seitdem wir die Eisbären haben, ist das wahre Tatsache, fahren wir Minus. Okay, Löwen, ja, aber die Löwen werden auch regelmäßig verkauft. Ne, die gehen werden schnell, relativ schnell erwachsen und dann werden sie verkauft. Und so leid es mir tut, wir müssen uns von den Eisbären trennen. Tut mir echt leid. Aber es geht leider nicht anders. Wenn ich eine andere Möglichkeit hätte oder beziehungsweise sagen könnte, ja, pass auf, das sind drei Tiere, die generieren so hohe Kosten. Ja, komm, müssen wir machen. Schwere Entscheidung, wirklich brutal schwere Entscheidung. Aber, ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst machen soll. Das geht weg. Das geht weg. Eisklumpen weg. Alles weg. Alles wird verkauft. Ich will nichts mehr davon sehen. Nie wieder. Nie wieder. Oh, die Köttel. Die können alle weg. Alle. So. Pass auf. Es ist jetzt ein Test. Es ist jetzt ein kleiner Test und zwar möchte ich gerne testen, ob das Gehege weiter Kosten verursacht. Und zwar haben wir ja hier drunter Klimaanlagenteile und ich möchte gerne gucken, ob wir da Kosten verursachen. Weil sollte das so sein? Ich weiß auch noch nicht genau, was ich mit dem Gehege mache. Also, ne, ganz ruhig. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Aber es geht leider nicht anders. Wir versuchen jetzt einfach mal unseren Zoo ein bisschen wieder aufzufangen. Wir fangen auf erstmal mit MK1. Hallöchen. Dann Skyline. Hallo. 3O. Hallo. Elkata82. Hallo. Heyo. Und Reality Bond. Hallöchen, alias Daniel Craig natürlich. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay, pass auf, folgendes. Wir haben jetzt ja 330. Wir sind schon 330 Jahre alt. Und welches haben wir? September. Okay, wir haben September 330. Das Problem ist, ich werde das Gehege auf jeden Fall wiederbeleben. Weil alleine hier, ne, da haben wir uns echt viel Mühe mitgegeben. Ne, wir haben hier sehr viel Arbeit reingesteckt. Wir haben hier wirklich Kreativität freien Lauf gelassen. Und das werde ich natürlich hier irgendwie, wenn es Pinguine geben wird, dann werde ich die da reinsetzen oder so. Müssen wir mal gucken. Oder hier mit den selbstgebauten Zäunen. Ne, die haben wir ja auch selbst gemacht. Deswegen, also dieses Gehege würde ich auf keinen Fall abreißen. Nur ich möchte jetzt gucken, was jetzt passiert. Was passiert? So, was hat man noch? Sauberkeit. Ja, das sehe ich. Ah ja, das wollten wir auch noch machen, ne? Wir wollten auch noch... Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da wollten wir eigentlich sagen, ihr macht sauber, ihr gebt Essen. Okay, was hier? Ach so, die macht die medizinische Versorgung. Die macht die medizinische Versorgung. Alles klar. Könnt ihr mal auch hier sauber machen? Holt den Staubsauger raus, den Dyson, und dann macht er hier mal... Oder ihr packt einfach alle in die Tasche und... Ja, geht dann einfach mal von dann. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Kontinuierliche Ausgaben. Was haben wir denn an Lohnkosten? 102.000 Ocken. Ist sehr viel Geld, aber wir haben auch sehr, sehr viele Tiere. Ne, das darf man ja nicht vergessen. Und wir haben uns jetzt schweren Herzens da getrennt. Tut echt weh. Also die Eisbären fand ich eigentlich sehr, sehr schön, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ist leider so. Und ja, afrikanische Elefanten haben wir ja. Oh, guck mal.
Die sind zusammen schwimmen. Nicht absaufen. Oh, die rettet den. Hast du gesehen? Die hat ihn so am Popo gepackt und dann nach oben gedrückt, damit er nicht ertrinkt. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh, ich kann nicht abgeben. Eisbären konnte ich auch nicht abgeben, aber ne, hier sind 30.000 Tiere drin und bei den Eisbären waren nur 3. Ich muss das so sehen, aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, ich bin mal gespannt. So, was haben wir noch? Westafrikanischer Löwe, wollte ich mal ganz kurz gucken. Westafrikanischer Löwe, haben wir da schon wieder was Erwachsenes? Ja, 3-1, aber habe ich ja gesagt, die Kombination halte ich immer, damit auch immer genügend Jungtiere nachkommen, ne, und wegen Rudelbildung und was weiß ich nicht alles, so. Ja, was machen wir jetzt? Mitarbeiter. Wir müssen echt mal uns so einen Überblick verschaffen, ne? Tierpfleger, was haben wir denn da? Afrika. Okay, Afrika scheint ein Problemkind zu sein. Aber guck mal, die sind permanent überarbeitet. Theoretisch. Und praktisch gesehen müssten wir alle kündigen und dann wieder neu einstellen, damit wir einen Überblick haben, wie viele wo arbeiten. Oh, da müssen wir noch gucken. Säuberten Gehege, Afrika. Okay, wie viele haben wir in Afrika? 1, 2, 3, 4. Wir haben da doch schon mal nachgeguckt, ne? Und es wird nicht wirklich sauber hier. Es wird nicht sauber. Und das war mal anders. Das war weit, weit anders. Kann ich einem Tierpfleger sagen... Pass mal auf. Kann ich einem Tierpfleger sagen... Du gehst nur zu einem Gehege? Yo, kann ich sagen. Ich kann einem Tierpfleger sagen, er soll nur in einem Gehege arbeiten. Ohne extra Bereiche dafür zu definieren. Oha! Ah ne, ich mache hier gerade neue Bereiche. Ach, blöd. Ich hatte gedacht, man könnte jetzt sagen, komm. Was machst du denn da jetzt? Wieso bist du jetzt raus? Afrika. So. So, Afrika haben wir 3 Mitarbeiterräume. 24 Mitarbeiter. Okay, wir haben 24 Mitarbeiter im Bereich Afrika. Das sind Tierpfleger, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich verstehe. Pass auf, folgendes. Wir versuchen das. Afrika ist jetzt so ein Test-Area für uns. So. Wir setzen noch einen zweiten hier hin. Der arbeitet dann im Arbeitsbereich Afrika. So. Und jetzt kommt Folgendes. Ich würde gerne Arbeitsbereiche Afrika. So. Und da sagen wir jetzt, der soll nur füttern. 1. Nur füttern. 2. Nur füttern. 3. Nur füttern. Das ist Jimmy. So. 1. Nur reinigen. Das ist ja Jonathan, ne? 1. Nur reinigen. 2. Nur reinigen.
und 3 nur reinigen. Und was macht sie hier? Pause. Okay, sie macht Pause, dann wird die jetzt erstmal gekündigt. Ich hatte gedacht, wir hätten nur 5. Ich wollte eine gerade Zahl haben, deswegen. Ja, ciao. So, das heißt, wir haben 1, 2. Oh, kann ich hier irgendwie nach suchen? Anzahl der Mitarbeiter kann ich nur. Nee, kann ich nicht. Okay. 1. Ah, ich kann die ja markieren. Guck mal hier. Ich kann die ja alle markieren, wie viele wir da haben. Dann haben wir einen guten Überblick. So, 6 Mitarbeiter. 6 Reinigungs- bzw. Füttermitarbeiter. Für die Gehegen. So. Wenn wir 3 für nur Reinigen haben. Oha! Oha! Jetzt achte mal bitte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann jetzt auch ein Zufall gewesen sein. Ja, aber... So, hier rufen wir mal einen Tierpfleger. Hier rufen wir einen Tierpfleger. Hier rufen wir einen Tierpfleger. Okay, wir haben 3 zum Füttern und 3 für Reinigen. Das ist relativ wenig. Jetzt habe ich eine gekündigt, ne? Okay. Ich versuche das wieder gut zu machen. So. Das heißt, du machst nur Reinigen in Afrika. Und du, ich glaube, ich habe gerade einen falschen Mitarbeiter eingestellt. Du verteilst nur Essen im Themenbereich Afrika. So. Ich glaube, 4 ist besser. Ne? Allein von der Größe dieses Geheges und dann plus die Anzahl der ganzen Gehege. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, ja. 4 ist auf jeden Fall. 4 ist auf jeden Fall viel besser. So, was können wir noch machen? Wir können jetzt sagen, Australien. Okay, du bist auf 2 Sterne. Du bist auf 2 Sterne. Du bist auf 3 Sterne. Warum bist du auf 3 Sterne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Was kosten 3 Sterne? Ja gut, aber eine Fortbildung müssen wir schon machen, ne? Okay, gehen wir auf 3 Sterne? Ey, ihr dürftet bald nicht mehr überarbeitet sein. Ehrlich gesagt, m-m. Du kannst Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen weiterbilden, bis sie maximale Stufe erreicht haben. Bessere ausgebildete Mitarbeiter leisten bessere Arbeit. Ja, ist gut. Okay, auf 3 würde ich sagen. Ne? Also Stufe 3 ist fast das Doppelte. Knapp das Doppelte von 1 Stern. Wenn die dann auch die dreifache Arbeit leisten, gut. Wenn nicht, scheiße. Ist so. So. Wie sieht's aus? Hier kommt ein Tierpfleger, ne? Ich glaube, ich habe vorhin aus Versehen Kehrmeister eingestellt. So, der afrikanische Themenbereich, wie gesagt, ist jetzt erstmal so Test. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das so alles funktionockelt. Arbeitsbereich Afrika ist aber alles drin, ja, okay. Ich hoffe, die suchen sich auch die kürzesten Wege. Das heißt, nehmen auch das hier im Anspruch. Ja, doch, sieht so aus. Okay, pass auf. Hier rufe ich auch nochmal einen Tierpfleger. Und hier kommt sowieso gerade ein Tierpfleger. Und danach würde ich sagen, da ist auch schon ein Tierpfleger unterwegs. Alles klar. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Afrikanischer Strauß, Warzenschwein, Thompson-Gazelle. Och ja, die üblichen Verdächtigen. So, was haben wir denn da? Was war das? Oh. Okay.
Das war mal alles im grünen Bereich, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Okay, Gäste Bildungswert. Obwohl, wir haben 3 Sterne. Also wir haben unseren Soll erfüllt. Aber das war mal alles grün. Naja. So, warte. Dann gucken wir mal kurz. Was haben wir denn da? Die Thompson-Gazelle. Die Thompson-Gazelle. Aha. 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 Oh. Okay. Ja. So, einmal freilassen. Dann hatten wir den afrikanischen Strauß, hatte ich gehört. Das ist aber nur der hier, den ich freilassen kann. So. Und jetzt haben wir noch... was war noch? Thompson-Gazelle? Warzenschwein. Ja, stimmt, das Warzenschwein. So. Was haben wir denn da? Weg. 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 Und weg. Ne, du nicht. So, jetzt haben wir wieder 4 zu 1, ne? Ja, freilassen. So, Finanzen. Okay, wir machen immer noch Minus. Wir generieren Minus. Essen. Okay, der ist schon mal nicht mehr dabei, Gott sei Dank. Eisbär, 34.000. Okay. Fällt das echt damit runter? Okay. Warte mal, was kostet denn eins? Regelmäßig Stromkosten, $0. Aber, nee, der kann ja nicht mit reinfallen. Ist irgendwas anderes. Vielleicht die Reinigung gerade? Oh, die Wasserreinigung vielleicht, ne? Ich könnte mal die Sicht wieder ändern. Oh, das stimmt, die Wasserreinigung könnte sein. Was geben wir denn da jetzt gerade aus? Macht ja gerade gar keinen Sinn. Gehege. Eisbär, 34.000. Für was? Für was? Jetzt sag nicht für die Wartung. Oh, warte mal. Können hier das hier wegnehmen. Aber die müssen wir ja eigentlich nicht wegmachen, ne? Wir haben ja festgestellt. Achso. Wir haben ja festgestellt, doch, die kosten $31. Aber Moment, wir haben noch ein extra Konto hierfür. Wir haben extra Konto für Stromkosten. Stromkosten, da. Ja, wäre ja Blödsinn, wenn die zweimal abgerechnet werden. Gehege. Aha, wird schon mal nicht mehr aufgeführt. Okay. Jetzt müssen wir nur beobachten, ob das eventuell dann unter Stromkosten fällt. Das müssen wir überprüfen. Ob die Stromkosten jetzt höher wären. Weil wenn die Stromkosten höher wären, dann wird das nämlich im Gehege abgerechnet. Richtig? Wenn nicht, dann... Weiß ich nicht. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe jetzt das Gehege einfach mal gelöscht. Ja, Mauern sind noch da, aber sobald du die Tür da wegnimmst, ist das Gehege gelöscht für das Spiel. Und sobald ich dann eine Tür da wieder hinzufüge,
wäre das Gehege theoretisch wieder da. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was das für Auswirkungen hat, weil wenn wir das Gehege da weggenommen haben. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wir werden jetzt unsere Trauer und unsere Schmerzen verarbeiten müssen über eine Nacht wegen den Eisbären. Und ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.